willkommen zu einem neuen Wie schmeckt's Video. Wir testen wieder. Wir waren vor einiger Zeit im City einkaufen. Das ist, glaube ich, schon 2 oder 3 Wochen her. Und da hatten wir einige Knabbereien mitgenommen, die ich noch nicht kannte. Und die wollte ich gerne testen mit Emil zusammen. 2 Sachen kann er mitkosten. Eine Sache muss ich alleine essen, weil das ist Barbecue. Das ist deutlich zu scharf. Ich muss auch sagen, ich habe schon mal geknuspert und weiß, dass es eh mir zu scharf sein würde. Aber wir zeigen euch jetzt einfach diese 3 Produkte. Die gibt es, glaube ich, jetzt auch offiziell in den normalen Läden zu kaufen. City ist übrigens vergleichbar mit der Metro. Und ja, als erstes werden wir testen die neuen Gummibärchen von Haribo. Die haben 30% weniger Zucker. Haben 100 Gramm 184 Kalorien. Davon sind 34 Gramm Zucker. Es ist immer noch viel. Ich habe ja noch keine Vergleichstüte. Moment. Emil hat gerade mal zum Vergleich eine normale geholt. Da haben 100 Gramm 143 Kalorien und 46 Gramm Zucker. Also es sind schon mal 12 Gramm weniger. Und das macht schon was auf, würde ich sagen. Okay. Wir kosten die jetzt einfach mal. Danach noch ein. Nein, dafür. Nein. Ein für dich, ein für mich. Such dir einen aus. Ich suche mir auch einen aus. Ein Milchbonbon. Na dann los. Ein kleiner Wal, schaut mal. Ich hab einen Seestern. Lecker. Gummibärchen. Schon leicht. Nicht mehr so süß, aber schon lecker. Der Professor hat gesprochen. Also ich finde sie lecker. Ich finde, das ist, man merkt es nicht, dass da doch deutlich weniger Zucker drin ist. Und ja, kann man auf jeden Fall essen. Dann würde ich sagen, da Emil noch natscht, kommen wir zu der zweiten Sache, die ich alleine koste. Und das sind Pringles Extra Sauce Barbecue. Ich kenne die nicht, ich habe die noch nie im Laden gesehen und ich stehe ja so enorm auf Chips und habe die mitgenommen. Ich habe sie auch schon gekostet. Ich koste jetzt auch für euch noch einen weiteren. Ich könnte euch aber schon dazu was sagen. Willst du mal riechen? Was denn? Ekelig. Ekelig, findest du? So. Ich beiß bewusst auch nur ein Stückchen ab, weil mein ganzer Mund brennt danach. Sie sind extrem scharf. Super extrem scharf. Jedenfalls für mich. Für mich ist es auch nicht wirklich Barbecue. Es ist scharf. Also heiß. Schwer. Mal gucken, vielleicht habe ich demnächst irgendwann mal Besuch und der mag vielleicht scharfe Pommes, sag ich schon, scharfe Chips, vielleicht mag er die dann. Also die finde ich enorm. So, jetzt kommen wir schon zur letzten Sache und zwar, die sind von Lorenz, die ich jetzt euch gleich zeige. Ich denke, ihr kennt alle Knickknacks und hier sind das die Fluffy Nuts. Die sehen so aus und die sind mit Salz. Ja, ich bin gespannt in einer... Marmelade? Nein. Okay. Da ist eine Nuss drin, aber das kannst du trotzdem mal kosten. Ist in einer Maishülle. So. Und? Man sieht dich gar nicht, Spatzi. Schmeckt dir nicht? Find sie sehr lecker. Find sie sehr lecker. Das ist deutlich was anderes als Knickknacks, muss ich dazu sagen. Da ist die Hülle wirklich sehr, sehr fluffig dagegen. Aber lecker. Aber die Nuss ist schon gut. Fluchtgefahr, viele Kalorien. Also, wenn ihr die im Laden mal seht, das ist meine Kaufempfehlung. Und das? Wer scharf mag, kann die kaufen. Ansonsten ist das absolut keine Kaufempfehlung von mir. Was hat dir am besten geschmeckt, Emil? Gummibärchen. Willst du noch ein? Ja. Guck mal, ein Seepferdchen. Schaut mal. Gut, ihr Lieben, das war heute unser Testvideo für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann dürft ihr uns gerne einen Daumen nach oben geben. Es gibt noch 2 weitere. Genau, 2 weitere Folgen.
Und ja, danke und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Irgendwo hier ist auch der Emil, der verschwindet immer aus dem Bild. Tschüss. 'Cause I sweep the shards of glass into the trash.